riesiges Tor. Das Zeichen. Versteckte Höhle, Stufen. Sieht vielversprechend aus. Okay. War ein bisschen weird mit den Pfeilen. Ich hätte hier halt alles an. Ich hätte hier halt 10.000 andere Dinge zu tun als. Zum Glück hat niemand diesen Ort gefunden. Das wäre die reinste Touristenattraktion. Ja, richtig. Das Spiel hat da einen unsichtbaren Pöller hingesetzt. Ich krieg die Krise. Ja, das ist ein Pöller. Weil ich stoße ja nichts an, wenn ich vorwärts fahre. Achtet mal drauf. Falscher Weg, da geht's nicht hoch. Natürlich geht's hier hoch. Wenn man das Schiff hier hinsetzen könnte und du über das Dach des Schiffs gehst, kommst du da hoch. Außerdem sagt der Pfeil... Da lang. Ich komme da nicht hoch. Der einzige Grund, warum du da nicht hinkommst, ist, weil da ein unsichtbarer Pöller steht, was totaler Bullshit ist. Wie gesagt, da ist nichts, was mich blockt, aber hey. Unsichtbarer Pöller aus der Hölle. Ja, eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern. Im Ernst jetzt? Klar. Also ich find's verdammt cool. Da war irgendwas. Weird. Ich meine, wenn du das Schiff da hinstellen könntest, was da reinpassen würde, definitiv, könntest du da definitiv hoch. Wait, what? Warum kannst du denn hier im Kreis klettern? Ah, ich sehe, was mir das Spiel angezeigt hat. Da, das Ding zum Rüberschwingen. Also, da. Noch ein wenig höher. Wir können an dem Ast schwingen. Dann kletter doch einfach ein wenig höher. Achso, ich kann einfach darüber. Ich bin eben einfach schon richtig gewesen. Okay. Okay. Wir fassen zusammen. Da war eine Wand mit 10.000 Festhaltemöglichkeiten und Nathan hat sich einfach dafür entschieden, zu sterben. Nathan ist ganz klar suizidgefährdet und braucht einen Psychiater. What the fuck? Okay, wir sind wieder im Geschäft. Geht doch. Der hat keinen Bock. Oh.
Ich habe nichts dagegen, das, ne? Ist halt weird, wenn du bei sowas runterfällt. Ja, das ist doch total bescheiden. Kann der können, stimmt's? Komm, gehen wir näher ran. Dschungelparty. Sieht ja schon schnick aus. Warum kann ich mich nicht bewegen? Weil hier ein Stein lag, der mich blockiert hat. Cool. Ach nein, guck mal. Oh, guck, der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Schon wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wie, die haben da nicht dran gedacht? Ich dachte, der war so reich. Hätte sich mal sinnvolle Baumeister hier, ne? Zugelegt. Geht doch nicht. Dann folgt unser Äffchen doch mal dieser total unauffälligen Terrakotta-Linie hier. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Ey, ja, ich versuche wenigstens ihn am Leben zu halten. Ist nicht so, als ob ich ihn quasi dauerhaft mit purer Absicht töte. Auch wenn ich manchmal das Bedürfnis dafür danach habe. Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Ich meine ja, ich mache total selten, ne? Zum Beispiel so Kram hier. Was sie nicht mal tötet. Weißt du, ich habe schon... Weißt du, hat sich halt beide gebrochen gerade bei dem Sprung, ne? Ist egal, alles cool. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des Heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Oh, eine Seilbrücke, dort. Ich meine, ich würde doch nicht sowas tun. Das hat er übrigens 200% überlebt, weil das war Wasser. Just saying. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des Heiligen Dismas. Äffchen, Power, Uga, Uga, Uga. Na komm. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Lass dir Zeit, ich spring mich schon mal warm. Oh, hör ich da etwa Kisten? Sam! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Worauf warten wir denn? Sam, was entdeckt? Sam? Sam, hey, bist du noch da? Gott verdammt! Also, wie steht's? Warum habe ich das Gefühl, dass Sam uns irgendwann in den Rücken fällt? Ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Manchmal ist Nathan schon so ein bisschen sehr simpel gestrickt, oder? Hast du eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen? Okay, spring rüber. Warum sollte Sam das tun? I don't know. Das ist einfach mein Bauchgefühl, sagt mir das. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay, das muss nicht sein, du bist ja oben. Also, weiter. Was? Wir brauchen die bestimmt für irgendwas. Ich kenne das Spiel. Ich lasse doch nicht einfach Kisten zurück. Streng dich an, Nathan.
Kisten werden immer gebraucht. Außer es existieren unsichtbare Wände, die einen daran hindern, diese Kiste hier lang zu ziehen. Ja, ich kann nicht mal mehr mit Elementen interagieren. Was ein Blödsinn. Was ist das hier? Also, sich da den Kopf gestoßen hat, hat er irgendwie verdient. Das war so Karma für Elena. Instant Karma, ich schwöre. Könntest du dich mal bitte hier oben irgendwo festhalten? Moment. Die Kiste kann hier stehen bleiben. Ich muss mich immer eben umsehen. Und das ist korrekt, links sah aus wie rückweg. Ich meine, hier kann man auch halt auch so rüber jumpen. Naja, könnte man. Aber so sieht es zumindest aus, deshalb bin ich halt verwirrt. Okay, ich meine, alles, was man quasi von hier hin kann, ist quasi wieder zurück nach hier. Also von da kommst du wieder zurück nach hier. Was ich ja eigentlich nicht will. Gucken, ob ich noch woanders hin kann. Schöne Aussicht. Du hast mich nicht gehört? Mann, vorhin, ich hab dich gerufen. Nichts gehört, wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Wenn der Sprung klappt, dann friss ich einen Besen. Nö. Nein, 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 nein! Sie haben Piraten, die da gewohnt haben. Betrunken schafft man den Nachhauseweg nicht. Oh, der ist gut, Hecki, der ist gut. Was? Ich meine, ich könnte mich auch hier runterfallen lassen. Kann ich noch weiter runterklettern? Aber wie gesagt, das da sieht aus wie ein Rückweg. Die Frage vielmehr ist, was ist das da? Boah, New, boah, Sabbel, wat? Hier unten ist ein Pfad. Super, ich bin hinter dir. Was habe ich schon wieder getan, Sabbel? Tell me. Wie habe ich dich jetzt getriggert? Oh, er kommt. Mm. Du bist ein Blindfisch. Wieso bin ich ein Blindfisch? Ich habe den da schon gesehen. Aber... ich wollte halt zuerst gucken, was der andere Weg noch macht.
Wie geht's? Außerdem brauche ich eh eine neue Brille. Falscher Weg. Falscher Weg? Wie jetzt falscher Weg? Oh, da geht's rüber, okay. Schöner Sprung! Sam, hier rein! Okay! Hier rein? Was sollen wir hier? Oh, da. Okay, wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg. Offenbar sind wir noch auf dem richtigen Weg. Ja, das ist ja sehr beruhigend, Nathan. Nicht, dass das Spiel irgendwann endet oder so. Das ist eine viel interessantere Frage. Wie konnte das niemand finden? Toll, ich habe einen Schatz gefunden. Ein urzeitliches Beyblade. Stand ganz oben auf meiner Wunschliste. Steinzeit Beyblade. Damals im Waisenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Jetzt heißt es wohl abwärts. Oh, Rutschparty. Erzähl ich dir später. Los, gehen wir runter. Okay, ready for Bullshit. Komm hier herum. Ja. Kommst du klar? Ja. Das ist pretty awesome. Also so vom optischen her ist das Game halt pretty PogChamp. Wow. Achso, okay, was ist das? Ein Piratensymbol. Drücken wir nochmal da drauf. Ist kaputt oder so. Oh nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Warum auch Rätsel lösen? Pure Muskelkraft. What the fuck is this? Wow. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Ganz danach aus. Okay.
Was? Aber das ist das ein Licht von zweien. Was? Hä? Ist ja schön. Ach Quatsch. Okay, pass auf. Idi. Bitte. Was ist das? Wow, schau. Statue. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Aldrich, Al-Basra und der, den ich mir nicht merken kann. Okay. Noch gleich dieser Al-Basra-Typ. Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten auf der Gangi-Sabai. Warum verbündete er sich mit Avery? Angeblich sollte er hingerichtet werden, aber während des Kampfes kam er frei. Und beide Symbole gleichzeitig. Fuck. Na bitte. Ich hab's. Okay. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. 8 von 12. Hey, schau. Symbole auf den Kapitän sind schlecht. Schwierig. Den Malik sieht maulig aus. Naja, muss doch. Macht er so weit weg von der Barbarissa? 90 Grad Drehung oder 45? Was ist eine 90 Grad Drehung? Da würde ich das mitdrehen, ne? Ja, würde ich. Okay, Moment. Das funktioniert nicht.
müssen schauen, wie okay, das rechte reden, Symbol. Ja, ja, eben, eben. Das Ding ist quasi. Okay. Moment, ich muss mir das nochmal angucken. Das ist nicht schwer, aber ich muss es in meinen Kopf kriegen, weil ich kann mir Shit nicht merken. Okay. Das dreht nur das, ne? Okay. Du hast es. Einmal zu wenig gedreht. Ich hab's einmal zu viel gedreht, ich Depp. Oh. So? Ich glaube, das war die Ausgangsposition, ne? Ja, passt. Und der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England und Thomas Two. Sam, schau, da geht's lang. Hey, Moment mal, das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Seltsam. Das ist nicht das Problem. Radieschen. Das Problem ist, dass ich mir extrem schwer tue mit so Kurzfisch-Infos. Also so wirklich, ich habe das Schlimmste, ich habe so das Anti-Goldfisch-Gedächtnis. Weil ich merke mir so Kram über längere Zeit NP, aber ich muss mir den halt echt so, so mindestens 8 Sekunden angucken, sonst vergesse ich das. Ist halt weird. Wird halt alt. Deine fehlende Avery-Statue. Weißt du, ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Puh, das geht ganz schön tief runter. Oh, das ist doch Wasser. Okay, dann nicht. Dann nicht. Das geht ganz schön tief runter. Ach, er will hoch anstatt runter, ja, sure. Also Nathan, sei bitte ehrlich. Wie ist das jetzt? Verglichen mit deinen anderen Abenteuern? Frag mich das am Ende nochmal. Kommt drauf an, ob wieder alles zusammenfällt. Aber so wie ich Nathan kenne, findet der noch einen Weg, hier alles kaputt zu machen. Wo ist eigentlich mein Boot? Boot ist da unten. Nach Ihnen, Captain. Schlechten Wetter, Front Inc. Ich wollte gerade ohne ihn wegfahren. No joke. Okay. Die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Die Insel mit der Riesenstatue liegt rechts. Ja, das Gefühl kenne ich. Entweder das oder ich brauche eine Zigarette. Vielleicht etwas für beide. Macht stürmisch, ja.